Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin KomaniKev und heute darf ich auf dem Kanal von Baumi dabei sein. Hi Baumi, ich grüß dich. Konnichiwa, meine Freunde. Ja, ihr habt gesehen, der Kev ist mal wieder da, nach langer Zeit, es wurde mal wieder Zeit. Und wir schwelgen heute in Erinnerung. Oh ja, absolut, mit wunderbarer japanischer Werbung. Wollen wir gleich starten oder was? Na, drück auf Play, 3, 2, 1, let's go! Go! Okay, Japanese Commercial. Ein Alpaka. Ja, Marco Polo, wie gesagt. Was auch immer. Marco Polo. Ein Furby. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ein Furby mit einer Erde in der Hand. Stimmt, es geht aber! Hast du es schon mal mit deinem Hund probiert eigentlich? Ich habe meinen Hund damals tatsächlich angezogen als Kind. Und dann habe ich in meine Hose ein Loch reingeschnitten für den Schwanz und habe bitterlich Ärger von meiner Mutter bekommen. Aus zweierlei Gründen, weil ich den Hund angezogen habe und wegen dem Loch in der Hose. Da haben wir schon. Oh Gott. Da! Sie sehen da so eine Ohrwurm-Werbung, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Oh, Baumi, und du bist ein Katzenfreund oder was? Ja, eher nicht so. Hättest du Bock auf so eine Katze? Die nee. Selfies machen? Nein, null. Obwohl Influencer-Katze, ich glaube, die hat mehr Follower als ich. Ich glaube auch, das ist so eine Katze. Das wäre echt traurig, wenn die. Ich meine, sie haben schon YouTube übernommen, jetzt übernehmen sie Instagram, sieht man schon. Ich habe keine Ahnung, was in der Werbung geht gerade, ne? Eine Selfie-Katze ist etwas Skype-ähnliches. Ich weiß. Oh, siehst du das? Siehst du, wie schön das aussieht? Oh, das sieht echt süß. Oh ja, du meinst den Hintergrund, ne? Und nicht die Katze. Das nächste Mal, wenn wir in Japan sind, dann gehen wir auch in den Süden. Leute, ja, da müsst ihr uns wieder folgen. Wenn wir in Japan wieder sind, das wird nächstes Jahr auf jeden Fall sein, dann gucken wir uns mal in den Süden an mit Strand und allem. Oh ja. Das habe ich letztens gesehen. Das hat der Chase Store. Das kannst du kaufen. Da ist den Reis rein und dann sind noch die Sachen zum Basteln dabei. Ach ja. Gurumena Tamago, Kiora. Das ist also wie so eine Sandform halt. Da tust du den Reis rein. Das ist ja geil. Wasashi! Okay. Natsu, Dragon Slayer! Absolut, ja. Fairy Tail Fans unter euch? Curry. Oh, das ist so typisch Japan. Rote Mikrofon. Wollen Sie mal in meinem Mikrofon sprechen? Das hört auch immer so. Das ist so durch einfach so. Ach, Karaoke, ja. Ich wollte gerade Karaoke machen. Hä? Sind das Amerikaner? Godzilla für Arme. Okay, das ist sicher. Weil jetzt hätte ich was sagen können, dann wäre die Werbefreundlichkeit weggegangen. Haichu war dieses Jahr 40. Das Kaugummi habe ich gegessen. Ich auch. Das ist super lecker gewesen. Das war alles nicht so mega erdbeerig. Aber das war ein Kaugummi, oder? Also wie Mao haben wir. Übrigens, ich kann japanische Süßigkeiten mir zuschicken lassen von Freunden aus Japan. Also wenn du Bock hast, Baumi. Auf. Los geht's. Let's eat. Mach mir eine Liste, was du haben willst. Und dann machen wir das, klar. Dann kriegen wir eine Box zugeschickt direkt aus Japan. Und wenn wir in Japan sind, sollen wir die Jungs besuchen. Ey, alles klar, machen wir. Vielleicht können wir da sogar danach pennen oder so. Machen wir. Das Video hat sich jetzt schon gelohnt. Ich habe einen Schlafplatz in Japan. Ja, stimmt. Mit dem will ich auch mal was drehen. Wir wollen beide singen Anime-Intros. Ich auf Deutsch, er auf Japanisch. Und wir müssen gegenseitig erraten, welcher Anime das ist. Weil wir ja die jeweilige andere Sprache nicht kennen. Ah, ja, okay. Es sind, glaube ich, Instant-Nudelsuppen, oder? Ja. Du bist schon ziemlich gut mit dem Raten, ne? Naruto! Ich habe rausgefunden, das heißt gar nicht Naruto, das heißt Uzumaki. Wie schwer muss das für diese Frau gewesen sein, das zu drehen? Weil die müssen ja dann auch immer japanisch sprechen. Die kriegt einfach auf den Kohle dafür. Es gibt ja auch von Arnold Schwarzenegger eine Werbung in Japan, wo er japanisch spricht. Nicht nur von ihm. Ja, ja. Justin Bieber auch, hab ich auch schon gesehen. Ja. Da waren wir doch in Japan, oder? War die gerade voll überall plakatiert mit Justin Bieber und Yu-Gi-Oh! Boah, das sieht so. Das ist mit Alkohol wieder das, oder? Weißt du noch, wo ich das Getränk gekauft habe für Glepp und mich? Weil wir so Durst hatten, aber da war da 9% Alkohol drin oder Alkohol drin. Ah, das war so eklig. Das war so widerlich.
Okay, um was geht's in der Werbung? Bestimmt um... Theater? Nein. Google-Suche? Nee, J-Mobile? Man in Black mit dabei, also... Nee, Kaffee war's, genau. Ach, Rainbow. Oh, so geil. So Automaten Kaffee. Gibt's einfach warm und kalten Kaffee in den Automaten. Ja, immer schön für 50 Yen reingehauen. Und zu wenig Geld auch noch, ne? Also echt korrekt. Oh, und so schnell ist es schon vorbei. Das war's schon, ja Mensch. Das war's schon, das ging oh, voll schnell, oder? Du, das war's schon. Den Satz, den höre ich auch... Nein, das ist jetzt auch wegen der Werbeunfreundlichkeit. Der Werbefreundlichkeit. Oh Mann, ey. Also, ich bedanke mich vielmals, dass du da warst. Baumi, es war mir eine Ehre. Die Leute dürfen auch gerne auf deinen Kanal schauen. Der wird am Ende noch verlinkt und unten. Ey. Und ja, gerne wieder. Ich wollte gerade sagen, Baumi, immer gerne wieder. Jetzt müssen wir uns nicht immer treffen, können das über Skype machen. Ja, super, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Baumi, hat mich gefreut. Bis demnächst. Bis demnächst. Sayonara.